Ja, vielleicht erstmal als Einstiegsfrage auf dem Podium. Wo sehen Sie den Platz der Architektur innerhalb von Arts und Education und vielleicht einfach von links nach rechts? Frau Burki. Also da muss ich eben sicher mal vorausschicken, dass wir das Thema Vermittlung an sich erst seit ungefähr 4 Jahren wirklich systematisch behandeln bei Pro Helvetia. Natürlich hat es schon vorher ab und zu eine Unterstützung von Vermittlungsprojekten gegeben. Wir haben aber dann eben vor 4 Jahren schon festgestellt, dass diese Projekte so unterschiedlich geartet waren, dass man nicht wirklich von einer Idee der Vermittlung ausgehen konnte. Und das Programm, das heißt das Projekt, von dem Sie jetzt auch gesprochen haben vorhin, hatte wirklich das Ziel, mal zu schauen, was machen wir eigentlich, was kommen für Gesuche, aber auch was macht das Feld, was machen die Professionellen, und wir haben diesen Schwerpunkt Vermittlung eigentlich wirklich ganz vom Feld her aufgerollt. Das heißt, als erstes haben wir mal mit Vermittlerinnen und Vermittlern, die wirklich diesen Beruf haben, aus der Schweiz und aus England zusammengearbeitet. Und damit ist vielleicht schon ein bisschen etwas gesagt über Vermittlung. Vermittlung hat von der Idee her sehr viel mit Bildung zu tun, auch wenn das politisch, wie wir das heute auch schon gehört haben, häufig total getrennt wird. Also Pro Helvetia hat ganz klar keinen keinen Bildungsauftrag. Wir haben uns nicht einzumischen in die Bildung. Aber wir haben sofort gemerkt, dass die Gespräche und die Erkenntnisse viel spannender werden, wenn man aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen her argumentiert. Das heißt, so sind wir eigentlich eingestiegen. Und dasselbe haben wir dann in der ganzen Schweiz gemacht. Das heißt, wir haben aus allen Landesteilen Vermittlerinnen auch befragt. Und nach haben wir jetzt den Schritt gemacht zu den Städten, zu den Kantonen und können jetzt das Programm noch ein Jahr verlängern. In diesem Jahr möchten wir gerne mal provisorische Kriterien zu unserer Vermittlungsarbeit publizieren. Ich bitte Sie, das dann auch sehr kritisch zu verfolgen und sie zu testen und dann noch einmal zu schauen, sind wir da auf dem richtigen Weg? Und ich denke, das ist auch ein Thema des Podiums. Was ist denn eigentlich Vermittlung? Und gerne immer auch konkret nochmal auf das Thema Architektur bezogen. Ja, Architektur gehört da dazu, wie andere Kunstsparten auch. Also das muss ich vielleicht vorausschicken. Es wurde ja auch sehr viel diskutiert, dass Architektur im Gesetz nicht so explizit als Fördergebiet bezeichnet wird. Ich kann einfach sagen von Pro Helvetia aus, dass wir Architektur in den letzten Jahren immer auch gefördert haben, vor allem in der Verbreitung von Architektur, indem wir Ausstellungen über Architektur mitfinanziert haben oder auch eigene Ausstellungen, Wanderausstellungen konzipiert haben. Und so wird Architektur im Bereich Vermittlung, wenn die Projekte die Vermittlungskriterien auch erfüllen, wird selbstverständlich mitgefördert. Frau Gauss-Hegner, wo sehen Sie den Platz der Architektur innerhalb der kulturellen Bildung oder der Kulturvermittlung oder wie immer man das Kind nennen mag? Ja, das ist nicht schwierig zu beantworten. Wir haben es heute Vormittag schon gesehen, der Platz ist auf ganz unterschiedlicher Ebene. Der muss stattfinden außerhalb der Schule, innerhalb der Schule, auf den verschiedenen Ebenen der Politik und der Bildung. Ist ganz klar, je wichtiger das ein Thema von unten wie von oben implementiert wird, je puissant oder je stärker kann die Kraft entwickelt werden. Selber arbeite ich schwerpunktmäßig, also zu 100 jetzt gerade und sonst 90% an der pädagogischen Hochschule, und ich habe eigentlich schon vor 20 Jahren dieses Thema für sehr wichtig befunden, gerade auch auf der Eingangsstufe. Also das startet schon mit kleinen, jungen Kindern und es kennt kein Alter das Thema. Und mich freut es auch, wenn jetzt so ganz unterschiedliche Bestrebungen laufen und auch mit dem Manifest von Arts Education. Ich war letztes Wochenende am Kongress Archenova Bildung kultivieren. Auch da wieder war Architektur und Baukultur ein Thema. Und so ist es
wie wenn auch in der Gesellschaft ein bestimmtes Bewusstsein, eine bestimmte Wachheit entwickelt werden kann, weil es ist überfällig. Das kann ich schon sagen. Und vielleicht noch, was wir beobachten, dass auch die Studentinnen und Studenten an den pädagogischen Hochschulen ein sehr geringes Wissen mitbringen. Das ist wirklich erschreckend, da muss noch einiges geschehen. Auch wenn jetzt schon diese Kraft entwickelt wird, wir haben die große Arbeit vor uns. Also einerseits, wir sehen das in der Bevölkerung, andererseits in der Schule und auch im freien Bereich. Herr Gutzwiller. Ja, guten Tag. Ich würde eigentlich gerne mal damit beginnen, dass wir zumindest aus der Optik der politischen Beschäftigung mit Kultur doch vor einer ziemlich großen Neuerung stehen. Das ist mal die gute Nachricht. Kommen dann schon noch zu etwas weniger guten. Und zwar haben wir zum ersten Mal jetzt eine Kulturbotschaft, die über 4 Jahre eine Strategie, eine Kulturförderungsstrategie des Bundes definiert hat. Das mag Sie vielleicht erstaunen, das hatten wir bisher nicht. Wir haben das in anderen Bereichen, Bildung, Forschung etwa. Aber Kultur war es das erste Mal. Jetzt für die Jahre 2012 bis 2015, also ein 4-jähriger Rahmenkredit, eine Strategie des Bundes, in welche Richtung das gehen soll. Und damit, und ich glaube, das ist schon mal etwas sehr Positives, hat man auch sichergestellt, dass sich die Politik vielleicht intensiver jetzt als bisher eben mit der gesamten Frage, wie sollte Kulturförderung eigentlich aussehen, beschäftigt hat. In dem Sinne ist Kultur ein Thema geworden für viele Politiker und Politikerinnen, die sich vielleicht bisher mit dem nicht sehr beschäftigt haben. Ich glaube, das ist mal so der große Rahmen und es lohnt sich doch, das zu sagen, weil es aus der Optik der Politik zumindest wirklich ein Meilenstein ist. Nun umgekehrt, wenn man sich nun überlegt, welchen Stellenwert hat die Architektur oder im Speziellen die Vermittlung von Baukultur, das natürlich hier interessiert, da muss man wohl sagen, da ist der Durchbruch noch nicht geschafft. Oder der König weiß das, er war ja vor der einen Kommission, hat dort auch vorgetragen, da gab es sehr konkrete Vorschläge, die Finanzierung von Projekten, etwa der Wettbewerbssammlungen oder der Spacebook und so weiter. Und die sind dann in Ermangelung einer gesetzlichen Grundlage, zumindest war das die offizielle Begründung, sind dann nicht wirklich aufgenommen worden. Es gibt aber wohl zu sagen, und Frau Bürgi hat das schon angetönt, oder das Pro Helvetia als der eine große Akteur im Rahmen der Kulturförderung, das bisher schon gemacht hat und hoffentlich auch weiter mit einbezieht. Pro Helvetia hat ja insgesamt einen etwas breiteren Auftrag jetzt erhalten im Rahmen dieser Kulturförderung, dass auch eine neue Balancierung der Aufgaben vom Bundesamt für Kultur zu Pro Helvetia gebracht hat und man verspricht sich da in gewissen Bereichen auch noch etwas mehr Wind, vielleicht etwas mehr Innovation, vielleicht etwas weniger Bürokratie, da werden Sie also dann gefordert sein. Nun umgekehrt gibt es das Bundesamt für Kultur und vielleicht darf ich da noch kurz ein Wort sagen, weil das in dem Sinn auch nicht direkt vertreten ist, dass sich schon auch nach wie vor in einem gewissen Sinne interessiert zeigt diese Materie. Ich habe auch noch kurz mit den Zuständigen Kontakte aufgenommen. Das Bild, das sich dort zeigt, ist allerdings nach mir ein bisschen ein durchzogenes. Es wird klar gesagt, Baukultur sei eigentlich für das Bundesamt für Kultur ein Querschnittsthema, das nicht nur die Architektur selber, sondern etwa auch Gartenbau und Raumgestaltung in vielen anderen Bereichen mit einbezieht und deshalb auch als Querschnittsthema sozusagen sehr unterschiedlichen Jurisdiktionen, also vom Bundesamt für Umwelt bis zum Bundesamt für Kultur unterstellt sei. Das heißt ausgedeutscht auch, dass sich niemand wirklich dann zuständig fühlt. Das muss man doch deutlich sagen aus Außenperspektive. Immerhin wird darauf hingewiesen, und das mag Sie interessieren, oder dass auch hier ab 2012 ein paar neue Dinge da sind. Das Parlament hat etwa gerade das Budget Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege. Jetzt kann man darüber sprechen, ob das hier relevant ist oder nicht, aber immerhin wurde das beinahe verdoppelt. Das wird einiges ermöglichen. Es gibt Preise für Architekturvermittlung im Rahmen des Swiss Awards, des Bundesamt für Kultur. Oder? Ich hoffe, dass das dann etwas mit Ihnen zusammen geschieht. Es gibt Preise und Auszeichnungen im Bereich Design. Innenarchitektur, gehört das dazu oder nicht? Also Baukultur wäre dann auch zu klären.
Und was auch neu ist, es soll erstmals eine Unterstützung für das Architekturmuseum in Basel geben ab 2014, was wir auch schon mal besprochen hatten. Aber da gibt es immerhin ein paar Anzeichen. Aber meine kurze Lehre aus dieser etwas langen Vorgeschichte wäre schon, dass man vielleicht versuchen muss, für die nächsten Runden, zumindest dort, wo Bundesförderung angesagt ist, noch spezifischer zu definieren, was braucht man wirklich in diesem Bereich. Genügt das, wenn das sozusagen einer der Teilbereiche ist, die subsumiert werden, oder gibt es spezifische Anliegen der Baukulturvermittlung, die eben doch einen eigenständigen Platz haben sollten, sei es bei Pro Helvetia oder irgendwo anders, und das müsste dann bis zu einer nächsten Botschaft zumindest eigentlich die Zielsetzung einer Gruppe wie der Ihre sein, das zu schaffen, dass dann diese Positionen klar sind, dass sie über gesetzliche Grundlagen auch, sagen wir mal, so aufbereitet sind, dass sie dann budgetwirksam werden können. Das vielleicht mal als Eingangsstellung. Danke. Frau Hammer. Ja, also ich sehe zum einen die direkte Architekturvermittlung, also es geht jetzt um Education-Projekte, also die Vermittlung von Architektur in der Schule, also die Führungen an historischen, die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen Bauten, die Auseinandersetzung mit Industriekultur zum einen ganz direkt, das geht so weit bis Restaurationsthemen und zum anderen die künstlerische Intervention, also in Kooperation mit Künstlern, wo sowohl auch einem historischen Gebäude stattfinden können, im öffentlichen Raum und Themen wie Kunst am Bau etc. Also sehr weit verzweigt und auf der sekundären Ebene in anderen Sparten, also die Verbindung mit Literatur, ich denke, andere Sachen sind schon genannt worden, ja, das ist also eigentlich in jeder Sparte verknüpfbar, wenn es nicht direkt vermittelt wird. Daniel Kündig. Also wenn die Frage ist, Arts und Education und wo steht die Architektur, würde ich sagen, nirgends. Und überall. Jede Vermittlung findet zumindest in Architektur statt, in irgendeiner Form. Nirgends deshalb, weil ich es sehr gefährlich finde, die Vermischung zwischen Kunstvermittlung und Architekturvermittlung. Kunstvermittlung, und wir haben das sehr schön gehört aus meiner Sicht, Kunstvermittlung ist da, wird gefördert und da gibt es sehr gute Grundlagen dazu und ich bin sehr froh darüber. Architekturvermittlung per se ist nicht Kunstvermittlung. Was nicht heißt, dass die Gebiete nicht manchmal integriert werden können, manchmal auch ergänzt werden können, manchmal in mehreren Disziplinen angeschaut werden können. Derselbe Grund dahinter und in diesem tiefen Missverständnis steht ja auch vielfach das Parlament und einige Politikerinnen und Politiker, aber nicht nur die, auch unsere Kolleginnen und Kollegen einmal mehr, und das sehen wir auch in diesem Manifest von Arts and Education, wird Architektur als eine Teildisziplin von Design verstanden. Solange natürlich selbst unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Hochschulen und aus den didaktischen und pädagogischen Gebieten genauso wie aus unserem Design Elfenbeintürme nach wie vor eigentlich Architektur als eine Teildisziplin von Design sehen, werden wir keine Basis haben, um Baukultur zu vermitteln, wo ja Architektur zweifelsohne auch die Gartenbaukunst, die Innenarchitektur und so weiter subsumiert und nicht etwa umgekehrt. Ich bin der Überzeugung, dass, wenn wir von Architekturvermittlung sprechen, wir in der Schweiz an einem Ort sind, wo wir zum guten Glück noch einige Herausforderungen haben. Wir beginnen jetzt erst. Ich denke, es ist eine Chance mit Pro Helvetia, aber auch dieser Auftrag ist zweideutig und nicht eindeutig. Einmal mehr, der Begriff Architektur kommt eben, und da ist vielleicht eben ein Konstruktionsfehler, an dem wir in der nächsten Legislatur noch arbeiten müssen, kommt weder nicht einmal im Grundgesetz
auf denen nachher die Kulturbotschaften mit ihren entsprechenden Förderungsgeldern aufsetzen, vor. Und da dann gesetzliche Grundlagen fehlen, überlässt man das dann der Privatwirtschaft, sprich seit 174 Jahren dem SIA und seit 100 Jahren dem BSA und so weiter, oder einzelnen privaten Institutionen, Kunsthäusern und so weiter, zu verstehen und zu begreifen, dass die Architekturvermittlung eine gesellschaftliche Aufgabe ist, vordersten Ranges. Und das wissen wir in der Zwischenzeit. Trotzdem wird weder in der Forschung, wir haben es heute Morgen deutlich gehört, es gibt fast keine, ich habe ein Research gemacht, ich bin auf drei Arbeiten gestoßen zum Thema, wie nehmen eigentlich unsere jungen Generationen Architektur wahr. Also nichts an Forschungsarbeit wird auch in der Forschung sehr stiefmütterlich behandelt. Anders gesagt, ich glaube, es gibt Erfahrungen in Arts and Education, es gibt einige junge Pflanzen wie Spacebot und andere, auf denen wir aufbauen können, aber von einer Architekturvermittlung zu sprechen in der Schweiz, von dem sind wir noch weit weg. Also ich würde diese Frage oder diesen Kommentar auch gerne nochmal in eine Frage zuspitzen, vielleicht an Sie, Frau Burki, und auch Sie, Herr Gutzwiller. Und zwar, die Pro Helvetia unterstützt ja jetzt auch diverse Foren zur Kulturvermittlung. Ich habe mal durchgeguckt, wie werden die so beworben. Das nächste Forum findet in Bern statt, in der Dampfzentrale. Und dort wird definiert Kulturvermittlung, und ich zitiere das jetzt als Beitrag, Zitat, dass die öffentlich geförderten kulturellen Angebote vermehrt durch eine breite Bevölkerung genutzt werden. Zitat Ende. Heißt das also, wenn man schon nicht zu denen gehört, die öffentlich gefördert wird, deren Kultur, dann gehört man erst recht nicht zu denen, die nochmal in den Genuss der Kulturvermittlung kommen. Und zwar nicht aus Zufall, sondern schon aus Ideologie. Und geht es in der Kulturvermittlung letztlich dann darum, quasi die Existenz von Institutionen zu sichern, oder geht es wirklich darum, dass man sagt, wir haben gesellschaftliches Interesse an bestimmten Kulturbereichen und da müssen wir aktiv gucken, das rüberzubringen? Ich glaube, wir müssen leider noch viel früher ansetzen, ja. Und deshalb habe ich vorhin auch ziemlich ausgeholt bezüglich Vermittlung. Ja. Also stellen Sie sich vor, dass Vermittlung als definiertes Gebiet bei Pro Helvetia erst seit knapp 4 Jahren ein Thema ist. Das heißt, man kann es auf der politischen Ebene, ist es natürlich wirklich Zugang zur Kunst. Englisch wird das ja immer mit Audience Development, das heißt, warum sollen immer nur dieselben und ein paar wenige Teilhabe haben an dieser, an der Kultur? Und ich sage jetzt wirklich Kultur, wir sprechen ja auch von Kulturvermittlung, und da möchte ich wirklich alle diese Gebiete eingeschlossen sehen. Das heißt, wir sind am Anfang einer systematischen Förderung von Kulturvermittlung. Wir haben auch gesehen, dass bei den Städten und Kantonen ganz unterschiedliche Levels sind von Finanzen, Ressourcen, integrativen Ansätzen mit der Schule, ohne Schule, mit den Institutionen, die angesiedelt sind. Ich denke, wir sind hier an einem doppelten Anfang. Also Vermittlung hat noch eine sehr schwache Position, aber auch es ist eigentlich auch ein riesiger Schritt, dass Kunstvermittlung jetzt als neue Aufgabe vom Gesetz her definiert wird. Das wissen Sie, Herr Gutzwiller, natürlich auch bestens. Gleichzeitig wurde diese Aufgabe nicht mit zusätzlichen Geldern verbunden. Und ich denke, das ist jetzt ganz typisch für etwas Neues. Das muss sich jetzt entwickeln, das muss eine Form kriegen, damit man auch ein bisschen versteht, was ist es denn. Und ich hoffe natürlich, dass in der nächsten Finanzierungsperiode diese Kulturvermittlung dann auch eine Form hat, damit man auch sagen kann, ja, aber dafür brauchen wir auch ein eigenes Budget. Und dann sind wir noch eine Stufe weiter, wenn wir dann noch von Architektur oder Baukultur sprechen, die dann auf Gesetzesebene nicht spezifisch verankert sind, sind wir wirklich in einer Aufbauphase, aber auch noch in einem sehr fragilen Gebiet. Das würde ich jetzt so nennen. Wir bemühen uns jetzt sehr, ich muss auch sagen, wir haben jetzt bei Pro Helvetia wirklich so für die nächste Finanzierungsperiode habe ich wirklich versucht, bei allen Abteilungen das Interesse noch einmal zu wecken, damit wir
noch einmal ein Startkapital haben, obschon wir kein offizielles erhalten haben mit dem neuen Gesetz, damit wir etwas aufbauen können. Aber von daher sind wir wirklich an einem fragilen, aber auch, Sie haben es, glaube ich, eine junge Pflanze genannt. Es ist eine junge und auch sehr spannende Pflanze. Also, okay, noch mal was. Also, wir haben es ja versucht mit etwas mehr Geld, aber das hat leider nicht geklappt. Beim Film hat es geklappt, dort hat es aber ungefähr 12 Jahre gedauert seit dem ersten Versuch, bis man jetzt erfolgreich war und eine Mehrheit hatte. Ich glaube, es gibt schon ein Hoffnungsschimmer, was noch nachzutragen wäre zum Vorhergesagten. Es gibt beispielsweise im Nationalrat ein eingereichtes Postulat von Herrn Stöckli, das ist der Bieler Nationalrat, und das verlangt explizit ein Förderkonzept für die zeitgenössische Baukultur. Im Speziellen drei Dinge. Ich glaube, die Antwort ist noch nicht eingetroffen. Wir sollten aber da sehen, und ich würde mich da auch gerne einsetzen, dass die Antwort schon nicht einfach ein Nein ist. Es wird nämlich verlangt, dass es einmal einen Bericht gebe, der überhaupt die Grundlagen legt für ein Förderkonzept. Im Speziellen wird eine Zusammenstellung der Mittel angemahnt, welche bisher eingesetzt werden für Heimatschutz, aber auch für eben andere Dinge, damit man einmal sieht, welchen Stellenwert hat die Baukultur. Dann wird ein repräsentatives Inventar zeitgenössischer Architektur und aktueller Baukulturschaffens erwartet, und als drittens eine Übersicht über Stiftungen und verschiedene Akteure, die hier schon finanzieren und deren Finanzierungsquelle. Und zumindest wäre das mal ein Ausgangspunkt, um die Diskussion dann anzuschieben. Ich werde mich auch dann kundig machen, was wir dazu beitragen können, dass die Antwort hier konstruktiv ausfällt. Das ist sicher das eine. Das andere, was ich noch kurz doch auch sagen möchte, oder man hat in der ganzen Debatte um die Kulturbotschaft natürlich auch gesehen, dass der Bund ein Akteur ist, ein wichtiger, aber die Städte und die Kantone, je nach Auslege, sind natürlich auch sehr wichtig. In Zürich gibt es eine Zürcher Filmstiftung, neben der eidgenössischen Filmförderung. Ich bin jetzt da leider nicht genügend kundig, was ich vielleicht sein sollte. Ich weiß nicht, ob es im Präsidialdepartement der Stadt eben zum Beispiel etwas zur Baukultur gibt. Das wissen Sie vielleicht besser, oder? Ich nehme es jetzt mal an. Die Auszeichnung für gute Bauten. Gut. Also man muss immer auch daran denken, dass natürlich auch die städtische bzw. die kantonale Ebene sehr wichtig wäre. Und wenn ich etwa die Lebendigkeit der Baukultur in den Kreisen 4 und 5 und anderswo hier sehe, dann wäre das vielleicht eben auch ein Anknüpfungspunkt, um etwas mehr zu machen. Ich bin als einfach hobbymäßig Architektur interessiert, immer wieder beeindruckt im Ausland, wie gute Architectural Tours es gibt. Ich habe schon wirklich fantastische Tours in Chicago oder so ähnlichen Bauplätzen gesehen. Natürlich sind wir nicht Chicago im Kreis 4 und 5, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in all diesen Bereichen natürlich auch nicht nur auf den Bund warten sollte, sondern auch auf städtischer, kantonaler Ebene, teilweise auch auf Ebene der Interessenverbände, auch Dinge anbieten könnte, die nicht immer nur dann auf die öffentliche Hand warten müssen. Vielleicht dazu zwei Antworten. Es gibt natürlich, das muss man Zürich zugutehalten, da gibt es ja sehr viel Führung, auch gerade zu den, zu Denkmalschutz und auch zu neuen Gebieten. Jetzt hatte sich Frau Burki gemeldet, ich greife aber gleich Ihren Einwurf auch nochmal auf. Aber erstmal weiß ich, Frau Burki, okay, dann kann ich Ihren Einwurf erst später aufgreifen. Ja. Ich möchte einfach noch ergänzen, weil ich glaube, ich habe Ihre Frage nicht vollständig beantwortet. Wenn ich sage, Vermittlung ist ein neues Gebiet, dann merke ich auch, dass die Förderung unglaublich gefordert ist mit diesem Gebiet. Und deshalb würde ich ganz klar sagen, nein, es sollen nicht einfach die kriegen, die sowieso schon Subventionen kriegen. Es können auch ganz freie Gruppen sein. Es können auch Aktionen im öffentlichen Raum sein. Ich denke, Vermittlung gibt es an so vielen Orten und auf so viele Arten. Das haben wir heute Morgen auch gehört. Also das heißt, eben gerade mit dem Basisangebot, was vielerorts schon ist, also klassische Führung, klassische Kinderworkshops, wenn ich das jetzt einfach so sagen kann, damit werden wir uns weniger befassen, sondern genau diese neuen Ansätze, zeitgenössischen Ansätze, wie man in einen Dialog zwischen Kunst und Publikum kommt, in einen neuen Dialog treten. Also von daher denke ich, bricht Vermittlung eben auch so mit vielen klassischen Förderkonzepten. Und wir konnten das intern in Frau Helvetia auch sehen. Das war auch überhaupt nicht friktionsfrei.
frei. Also ich weiß noch an meiner ersten Stiftungsratssitzung, wo ich das Thema überhaupt thematisiert habe, haben alle gesagt, so, bitte hören Sie jetzt auf, das interessiert uns wirklich nicht, wir haben andere Aufgaben. Und ich denke, das hat sich unglaublich dann rasch verändert, als klar war, worum es eigentlich geht. Frau Gauss-Hegner, Sie haben, Entschuldigung. Ich wollte nur, also auf das muss man ja mal noch reagieren, das ist, weil das, es ist absolut richtig, natürlich, zuerst sind wir gefordert. Die Frage ist einfach, bis an welche Grenze. Hier drin sitzen Gründer, ich sehe Alexander Henz beispielsweise, der überhaupt das Thema Architekturvermittlung in Volksschulen mal aufgenommen hat und so weiter. Es gibt diese Filme mit der SRG, die hat der SIA zusammen mit der SRG finanziert. Das sind keine öffentlichen Steuergelder, die da drin sind. Umsicht hat keine öffentlichen Steuergelder. Die Maßnahmen, die wir treffen für all das, ob das nun Architekturtouren sind oder Architouren, ob das nun das Aufschalten, was wir jetzt gerade gemacht haben, zusammen mit der evangelischen Kirche, das Aufschalten aller Kirchen auf dem Internet mit Plänen und so weiter, oder beispielsweise jetzt die Stadt Zürich mit dem, dass auch die ausgezeichneten Bauten, also auch die alten, das erste Mal auf Internet ermöglicht sind, anzuschauen und dann eben sich eine Tour zusammenzustellen und so weiter. Wenn wir von der öffentlichen Hand sprechen, und das will ich mal, sage ich jetzt mal, einfach aus Sicht eines Präsidenten eines zweifelsohne maßgebenden Verbandes, wenn es um Baukultur geht, dann geht es uns in erster Linie nicht um das Geld. Das braucht es auch, weil heute sind die Gelder aus unserer Sicht, Pro Helvetia mag mir das jetzt vielleicht entschuldigen, teilweise völlig falsch verteilt. Auch in der Art und Weise, wer dann mit welchen Kompetenzen zu was etwas sagen kann. Uns geht es vor allem darum, es gibt offenbar kein Bewusstsein, sonst wäre doch offenbar die Baukultur verankert im Gesetz, und zwar nicht nur beim Heimatschutz und der Denkmalpflege, weil damit die Heimatschutz und die Denkmalpflege, wobei, es kommt mir natürlich etwas anderes in den Sinn und ich komme auf diesen Punkt, aber das mache ich ganz kurz. Wahrscheinlich ist es ja so, dass das eine Art, vielleicht eine Art Sparprogramm ist der Politik. Sie müssen jetzt noch relativ viel Geld ausgeben für Heimatschutz und Denkmalpflege, aber wenn Sie natürlich die zeitgenössische Baukultur nicht fördern, oder, dann müssen Sie in 50, 60 oder 100 Jahren nichts mehr ausgeben für Heimatschutz und Denkmalpflege. Deshalb könnte das sein, dass man das unter den Boden wischt. Aber ich will das nochmals ganz deutlich sagen. Das Erste und Wichtigste, und deshalb glaube ich auch, die Vermittlung muss bei der Politik beginnen, das Erste und Wichtigste ist, dass ein gesellschaftliches Bewusstsein auch in der Politik wächst, dass Baukultur ein Thema ist, wo es uns um das Leben geht in diesem Land. Und wenn ich, und mit dem will ich dann auch schließen, mit Johannes Schneider-Ammann die letzte Woche verbracht habe und ich feststellen musste, dass er gesagt hat, was, es gibt kein Gesetz über Architektur in der Schweiz. Was, das gibt es nicht. Aber das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht die gleichen Spieße haben im Schaffen von Baukultur und so weiter. Dann bin ich schon der Überzeugung, es ist dringend notwendig. Die erste Vermittlungstätigkeit, die wir machen, sind halt diese Stiche jetzt im Moment, die es braucht. Sie haben gesagt, 12 Jahre, oder, bei der Erhöhung der Filmbeiträge. Uns geht es überhaupt einmal, dass es diskutiert wird, dass darüber gesprochen wird. Ich bin froh, dass dieses Postulat nun da ist, dass es 34 Parlamentarier unterschrieben haben aus allen politischen Richtungen. Ich bin froh auch, dass Ihre Unterschrift darunter ist. Ich muss auf der anderen Seite einfach sagen, wenn es dann 34 Unterschriften gibt innerhalb von weniger als 5 Tagen bei diesem Postulat, dann frage ich mich, was haben die dann vorher gemacht, ganz genau zu diesem Thema. Aber ich möchte jetzt doch noch mal vor Frau Gauss-Hegner das Wort freikämpfen. Ja, ich möchte auch gleich zu sprechen kommen auf Sie. Sie haben richtig gesagt, das Bewusstsein ist erschreckend gering
Das können wir an der Pädagogischen Hochschule bestätigen. Und jetzt haben Sie auch gesagt, die Vermittlung von Kunst und Vermittlung von Architektur, das sind zwei völlig verschiedene Gebiete. Und das ist klar, man kann das nicht einfach subsumieren, aber wir haben diesen Fächerkanon von Kunst und Design. Design, wir können das immerhin verankern und ein Bewusstsein dafür schaffen. Das heißt noch nicht, dass die Lehrpersonen dann auch Vermittler die Fähigkeiten haben, Architektur zu vermitteln. Und dafür ist auch gefordert, dass eben dann auch Fachleute in Zusammenarbeit treten. Ich denke, dann ist auch so Chancen wie mit Stiftungen zusammenarbeiten sehr, sehr wichtig. Aber es ist so, dass die Professionalität, die muss reinkommen. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Chance. Und ich habe mir heute überlegt, weshalb, es gibt zwar jetzt neu CAS, schon Zürich, Basel, Bern, die eigentlich Kultur vermitteln, im Programm haben, auch Master. In Zürich gibt es das Künste bilden Gesellschaft. Auch das, oder? Es geht darum, mal ein Thema voranzubringen. Und jetzt aber noch zur Architektur. Weshalb nicht ein Zertifikatslehrgang mit so einem solchen Staaten in der Lehrerinnenweiterbildung zur Architekturvermittlung oder eben Vermittlung von Baukultur? Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Man muss dann gleich fragen, ja, was haben die für einen Mehrwert? Und wenn von politischer Seite, von Seite der Stiftungen, dies zum Thema gemacht wird, dann stärkt das uns an den pädagogischen Hochschulen. Wir können sagen, ah, voilà, ein Postulat, voilà, die Pro Helvetia, voilà, im Kanton Aargau, da wird das gefördert. Wir nutzen das schon jetzt, oder? Wir sind sehr wach, mindestens das. Mein Name ist Johannes Herold, ich bin Dozent an der HTW Chur, lebe aber in Zürich. Es würde mich interessieren, wie weit gibt es denn da Unterstützung vom Podium, wenn man solche CAS zum Beispiel einrichten möchte? Was meinen Sie mit Unterstützung? Was würden Sie sich als, was stellen Sie sich da vor? Dann können wir vielleicht leichter antworten. Also Bedarfsabklärung, Finanzierung, Finanzierungsmöglichkeiten. Wer möchte da antworten? Ja. Ah ja, klar. Ja. Sorry, ich habe schon weitergedacht. Ja. Ich habe schon gedacht, aha, den Herrn muss ich mir merken. Ich weiß auch, Andreas Hellmüller von der PH Luzern ist hier. Ich weiß auch, Dennis Felber von der PH Bern ist dort hinten. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und bei den pädagogischen Hochschulen an den entsprechenden Stellen nachzufragen um Förderkredite. Und es wurde ja heute Vormittag in zwei Referaten gesagt, also Herr Rambo hat das Ganze angesprochen, den Bildungswert, das ist bei uns an den Hochschulen ja ziemlich relevant, oder für was macht man das? Der Bildungswert hat er bezeichnet mit Identitätsbildung und Bildung zu einem Bewusstsein, wo lebe ich und mit der Geschichte und so weiter. Und dann war noch ein Votum im Publikum, der Bildungswert, auch der ökonomische, oder? Es geht ja auch darum, um die Wirtschaftlichkeit in späteren Jahren. Und es gibt noch weitere Bildungswerte aus unserer Sicht, das ist die ganz visuell-räumliche Wahrnehmungsfähigkeit. Und hier gibt es ein sehr hohes Potenzial, ich habe das auch in einer Forschungsarbeit untersucht mit 130 Kindern, nur noch nicht publiziert. Aber es ist, das gibt uns wieder eigentlich eine Stärke. Und so ist durchaus eine Möglichkeit, es ist einfach schwierig, aber nicht unmöglich. Und wenn wir noch Unterstützung kriegen und sagen können, ja, es gibt Architektinnen, es gibt Architekten, die bereit werden, dann zusammen mit den Lehrpersonen zu arbeiten. Und ganz optimal sind natürlich Architektinnen und Architekten, die zugleich ein pädagogisches Diplom haben, und es gibt welche. Ja. Raumplanung, Raumordnung, das ist ein Bereich der örtlichen, der Auseinandersetzung mit dem Raum, und den darf man nicht ausklammern. Das ist mir schon... Es ist mir zwar klar, dass zum Beispiel die Fachorganisation der Raumplaner, die wollte nicht, die hat sich geweigert, in Spacebot mitzumachen. Also es ist eine ganz komische Situation.
bei Fachleuten, bei der Politik, in der breiten Öffentlichkeit. Aber ich finde, Raumplanungsfragen, die sind genau so wichtig, die gehören dazu. Ja, was man vielleicht sagen kann, ist, dass im Raumplanungskonzept nichts von Vermittlung steht. Aber das Konzept selber ist so aufgebaut, dass es wenigstens einen Vermittlungscharakter hat. Das muss man also dem Konzept zugestehen. Aber nochmals auf das Thema eingehen, ganz kurz Architekturvermittlung. Die Frage ist natürlich, geht es darum, beispielsweise einen Lehrgang aufzubauen, um Architekturvermittlerinnen und Architekturvermittler auszubilden? Und das wäre zweifelsohne etwas Interessantes. Ich glaube, da könnte man aufbauen auf den Erfahrungen der Lehrpersonen und den Architektinnen und Architekten, die in Spacebot tätig sind oder schon von früher her auf die Fachstelle an der ETH und so weiter, könnte man aufbauen. Ich denke, wenn man das machen würde, dann geht es zuerst nicht darum, ob eine einzelne Schule jetzt diese Ausbildung hat und eine Finanzierung von irgendwoher kriegt, sondern wie eigentlich das System sein müsste und die Prozesse, die Inhalte darin definiert sind. Wir können auch sicher auf Erfahrungen aus Deutschland zurückgreifen, teilweise auf Österreich. Ich glaube, so etwas wäre gut. Ich könnte mir vorstellen, dass BSA, Spacebot und SIA zum Thema Architekturvermittlung einmal alle diejenigen einlädt, ähnlich wie der runde Tisch Baukultur einlädt, um zuerst einmal auszuordnen, was eine solche Ausbildung sein müsste und was da drin die Inhalte sind. Ich bin der Überzeugung, um ein Postulat von heute Morgen aufzunehmen, am Schluss sind es Lehrerinnen und Lehrer, die in der Lage sein müssen, die gesellschaftlichen Phänomene im Zusammenhang mit Architektur unterrichten zu können. Das können natürlich auch Architektinnen und Architekten sein, aber dann brauchen sie eine entsprechende pädagogische Weiterausbildung für diese Form der Vermittlung. Und da bin ich mit der Überzeugung, wenn wir über so etwas nachdenken, da gibt es natürlich Unterstützung seitens der Verbände sowieso. Uns ist das ein großes Anliegen. Da geht es nicht nur um die Nachwuchsfrage, sondern ich will es nochmal sagen, es geht um die reale gebaute Umwelt, die der Gesellschaft gegenübersteht. Herr Gutzwiller, Sie wollten noch was sagen. Gerne, der Herr hat mich ja etwas herausgefordert bezüglich der Aussage, wir hätten nichts gemacht. Ja, wie Sie meine Ausführungen genommen haben, so ganz stimmt das nicht. Also ich glaube, ich sage es nochmals, dass wir jetzt eine vierjährige Gesamtsicht und eine Gesamtstrategie des Bundes haben bezüglich Kulturförderung. Das ist mal etwas Neues. Das führt auch dazu, dass mehr diskutiert wird, dass sich die Politiker und innen mehr mit dem Thema beschäftigen. Aber ansonsten kann ich den Ball ein bisschen zurückzugeben. Oder? Sie können jetzt sagen, mea culpa, dass ich das nicht früher gemerkt habe. Ich muss Ihnen sagen, wenn ich einfach jetzt mich nehme, als durchschnittlicher Parlamentarier, ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, jetzt vielleicht nicht wie Herr Schneider-Ammann, aber das ist auch nicht viel mehr als ein Jahr her, nämlich Frau Schwalfenberger hat mich im Bundeshaus besucht. Und wir hatten mal einen Kontakt und sie haben mir gesagt, da gibt es was und ich habe festgestellt, das ist mir noch nie aufgefallen, dass es da nichts gibt. Oder? Mit anderen Worten, oder? Die Lehre aus der Geschichte ist natürlich auch, das und jetzt bin ich wieder beim Verband und der Gruppierung, weiß schon, was sie nicht alles machen können. Aber sie müssen raus. Die Frau Schwalfenberger, die ist gekommen 12 Jahre, nachdem der Film regelmäßig ins Bundeshaus kommt. Oder? Der Film macht jeden Sommer, natürlich ist lokal attraktiv, aber der Film macht jeden Sommer einen ganz spannenden Abend, sehr dialogisch mit den Schweizer Regisseuren, mit Murer und anderen, die interagieren mit den Parlamentariern bei einem Diner du Film. Weshalb gibt es nicht im 30. Stock des Prime Towers, ich weiß jetzt nicht, ob das architektonisch genügt, ist mir ja gleich, ein Diner Baukultur, oder? Und da sind die Produzenten und die Architekten und die Leute, die sich für das interessieren und die laden mal 30, 40 Parlamentarier ein und zeigen denen, dass unser Anliegen und weshalb gibt es keine Baukultur und weshalb gibt es keine gesetzliche Absicherung. Also, ein Teil der Kritik nehme ich gerne entgegen. Ich hätte das vielleicht früher merken können, dass das ein wichtiger Zweig ist. Aber ein Teil, glaube ich, geht vielleicht auch an die Leute, die das interessiert. Man muss rausgehen. Oder? Es genügt nicht, dass man selbst weiß, dass es wichtig ist.
Man muss die anderen sensibilisieren, und da sagt Herr Gündig zu Recht, das Postulat zum Beispiel und ähnliche Möglichkeiten dienen dazu, die Leute, die das vielleicht nicht so kennen, zu sensibilisieren. Also da haben Sie schon eine Agenda auch für die nächste Zeit, da bin ich überzeugt. Und über die Raumplanung können wir uns ja dann beim Apero unterhalten. Vielleicht vom Apero noch eine andere Frage. Genau diese Frage, die hatte ich nämlich schon mal so im Visier, aber ich dachte, wir diskutieren so schön. Aber auch die Frage, jetzt haben wir Sie, haben eben dieses Podium, ist ja auch ein Versuch, ein bisschen nach draußen zu gehen. Jetzt spreche ich nochmal die drei Damen an, die vom Fach sind. Was würden Sie den Architekten denn raten? Was müssen wir tun, damit wir stärker da auch einen Platz innerhalb der Kultur... Fangen wir vielleicht, Sie waren so still, Frau Hamer. Ja, danke. Also ich komme ja aus einer sehr praxisnahen Position und wir möchten Baukultur und Architektur vermitteln. Es fehlt uns einfach an Angeboten. Also für uns wäre es begrüßenswert, die Ausbildung, also dass wirklich konkret Angebote auf dem Markt sind, die wir dann liebend gern einkaufen und direkt an unsere Schulen vermitteln können. Also das heißt, ich übersetze das jetzt noch mal ein bisschen, wer ein Angebot hat zur Architekturvermittlung, der versucht es Ihnen schmackhaft zu machen. Genau. Das wäre also schon mal eine Lehre von heute. Frau Gauss-Hegner, was empfehlen Sie uns? Ja, ich möchte noch auf ein bildungspolitisches wichtiges Thema hinweisen, auf den Lehrplan 21, der zurzeit ausgearbeitet wird. Und Sie haben vermutlich mitgekriegt, dass hier auch sehr viel gezogen und geworben wird. Und das ist auch eine Möglichkeit, seitens von den Verbänden hinzuweisen, Achtung, vergesst dann nicht, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich denke, ich bin selber Expertin da. Wir haben auch diese interkantonale Projektgruppe nur deshalb gegründet, damit wir einen kritischen Blick auf diese ganze Geschichte der Kompetenzorientierung werfen können, damit es nicht so kommt, dass nur das gemessen wird, was man messen kann. Und das wiederum wäre für das Thema der Baukultur und der Architekturvermittlung verheerend. Also hier Lobbyarbeit zu betreiben, ist durchaus gut und gewinnbringend. Frau Burki, was empfehlen Sie uns? Ich glaube, es sind immer dieselben Rezepte. Ich würde mich Herrn Gutz sehr anschließen. Es ist natürlich so, dass man nicht einfach alles weiß oder jetzt diese Dialoge zwischen Baukultur und Architektur, auch diese ganz spezifischen Anliegen, ich denke, die müssen von der Architekturseite her auch thematisiert werden. Wenn ich es ganz banal sage, ist es zum Beispiel für mich wirklich hilfreich, wenn ich direkt angegangen werde für solche Anliegen. Und dann sind es für mich eben unterschiedliche Themen. Ich denke jetzt eben gerade Vermittlung ist eine neue Aufgabe, die das neue Gesetz Pro Helvetia zuweist. Das heißt, es ist eben wirklich etwas noch sehr Neues, was jetzt definiert wird. Das heißt, für uns ist es vielleicht jetzt etwas einfacher, wirklich auf diesem Vermittlungsbegriff zu arbeiten und da vielleicht auch zu einer Zusammenarbeit in ganz spezifischen Gebieten zu kommen. Das wird niemals alle ihre Vermittlungsarbeit abdecken können, aber dass wir da eine konkrete Zusammenarbeit und ein konkretes Verständnis haben. Und das andere, das hat sicher auch wiederum extrem viel mit Information und Lobbying zu tun, damit die Anliegen auch deutlich werden. Ich sehe das natürlich schon, ob etwas auf Gesetzesebene explizit geregelt wird oder nicht, das ist ein Unterschied, weil es wird dann fragiler, jede Stufe, die es runtergebrochen wird, wird es fragiler. Aber ich glaube jetzt auch, es ist die erste Kulturbotschaft, ich denke, sie hat viele Mängel. Sicher eines ist das Budget, viele neue Aufgaben, nicht mehr Budget, aber man muss wie auf die nächste Finanzierungsperiode hinarbeiten. Und das geht nicht ohne den persönlichen Kontakt zwischen den verschiedenen Playern. Daniel König. Also ich möchte zwei Beispiele erzählen, die uns selber passiert sind. Baukunst im Dialog. 20 Veranstaltungen in Deutschland. Pro Helvetia war nicht zuständig. Präsent Schweiz war auch nicht zuständig und das BAK auch nicht. Das BAK hat gesagt, geht mal zu Pro Helvetia. Pro Helvetia hat gesagt, nein, das ist nicht in unserem Rahmen, weil das ist ja dort, sind ja wir dort in Deutschland. Und Präsent Schweiz hat dann gesagt, ja, also wir würden euch Kugelschreiber geben, aber ihr müsst das Logo drauf tun.
am Schluss macht man das selber, weil die Menschen dort, die Botschaft, die war sehr bereit, das zu tun, selbstverständlich, und der Senat in Berlin auch. Das zweite Beispiel, das geht zurück an eine meiner schönsten Erfahrungen bezüglich Vermittlung. Wir durften einen ganz kleinen Pavillon vors Kunsthaus Aarau stellen, auf einen wunderschönen Platz im Übrigen damals noch, künstlerisch bearbeitet, also der Platz meine ich. Franziska Dürr hat damals dort begonnen mit einem der ersten Versuche, bereits finanziert Kunstvermittlung zu machen in diesem Pavillon, und sie hat dann das verbunden mit Architekturvermittlung, weil dieser Pavillon mit seinen zwei ganz großen Fenstern, die das Licht in einer bestimmten Art und Weise hineingebracht hat, beispielsweise das sogenannte ideale Gelb, das dann die Schülerinnen und Schüler malen mussten, zu je nach Tageszeit oder Abendzeit zu ganz verschiedenen Resultaten geführt hat. Nun, was hat mich dort am meisten beeindruckt, und ich komme jetzt eigentlich auf das Thema zurück, dieser Fragestellung, das war eine Abendveranstaltung, wo Lehrerinnen und Lehrer des Kantons Aargau da waren, in diesem Pavillon, und die mir nachher einen Leporello geschickt haben über diesen Pavillon, wie sie sich dort drin gefühlt haben und so weiter. Und eine der zentralen Fragen daraus war ganz einfach, wo ist eigentlich die Heimat? Und das ist etwas, was wie ein roter Faden durchgeht von heute Morgen. Wo ist die Heimat von Architekturvermittlung? Im Lehrplan ist sie dann unter allen Bereichen. Oder wir wissen jetzt, eine Heimat hat sie offenbar nicht. Also das Back geht, schiebt es dorthin und so weiter. Also so extrem ist es natürlich nicht. Ich denke, es gibt heute eine Chance mit dem Kulturgesetz und mit der Kulturförderung insbesondere, aber trotzdem diese Heimatlosigkeit ausgerechnet dieser Disziplin die Heimat schafft, das ist eigentlich etwas, was fast schizophren ist und was wir tatsächlich im Sinne dieser Querschnittsfunktion einmal anschauen müssten und auch vertiefen müssten. Wo ist sie dann wirklich beheimatet? Und da komme ich noch auf ein Thema zurück, wenn ich von Baukultur spreche, schließe ich natürlich, und da schließe ich mich auch der Vehemenz von Alexander Henz an, schließe ich natürlich genauso Bauingenieurkunst mit ein, beispielsweise unsere Brücken, die landschaftsbildend sind, wie auch Staumauern, genauso wie eben die Raumplanung und die Verortung der Landschaft in der gebauten Umwelt. Also ich glaube, Heimat ist eine große Sehnsucht von uns allen. Die Architektur hilft uns vielleicht dabei, eine zu finden. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke allen hier auf dem Podium. Ich danke Ihnen, dass Sie den ganzen Tag ausgeharrt haben, erst bei Kälte, jetzt bei Hitze. Danke vor allen Dingen aber auch bei all denjenigen, die geholfen haben, dass der Tag heute so wird, wie er geworden ist.